In diesem Video zeige ich dir jetzt 5 Spartipps für deinen nächsten Besuch im Freizeitpark. Bleibe dran. Tipp Nummer 1, Holiday Park. Die Jahreskarte von holidaypark.de ist jetzt 10% günstiger. Statt 99 Euro kostet die 89 Euro. Und das ist noch nicht alles. Bei Holiday Park bekommst du ja auch noch Rabatte für andere Freizeitparks. Das bedeutet, für Plopsaland bekommst du 50% Rabatt. Oder bis zu 50 weitere Parks bekommst du einen Rabatt nur mit dieser Jahreskarte. Und die Jahreskarte bekommst du jetzt hier bei Groupon. Der Link ist ja unten nochmal in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, es ist stark begrenzt, das Angebot. Jetzt aktuell für 89 Euro. Spartipp Nummer 2. Das ist der Potzpark. Potzpark hat auch Spartage. Und das ist jetzt am 27. April und am 14. September. Und dort gibt es dann den Eintritt schon für 16 Euro statt für 25,50 Euro. Die Tickets gibt es online oder an der Tageskasse. Und wie gesagt, es gibt nur die 2 Tage, wo man günstiger reinkommt. Aber es lohnt sich. Es ist ein guter Rabatt. Finde ich toll sowas. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Das ist der Playmobil Funpark in Nürnberg. Dort gibt es jetzt auch einen Rabatt. Man kann jetzt für 9,90 Euro das Ticket holen, statt für 17,90 Euro. Das ist ja auch schon mal ein Riesenersparnis, wenn man jetzt mit mehreren Personen fährt. Und das gibt es jetzt auch bei Get Your Guide. Da ist auch ein Link drunter. Dort gibt es eben diesen Rabatt für den Playmobil Funpark. Und wir wissen, es lohnt sich auf jeden Fall für Familien mit Kindern oder auch wenn man allein ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Park. Jetzt kommen wir zur Tipp Nummer 4. Und das ist Walibi Belgien. Walibi Belgien hat jetzt auch einen Rabatt auf seine Tageskarten und der liegt jetzt bei 36,75 Euro. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, weil der normale Preis, der ist bei 49 Euro. Also ist ein Unterschied und ist jetzt bis zum 30. März kann man die Karten kaufen und haben dann eine Gültigkeit bis zum 11. Mai. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Also für 36,75 Euro kostet die Karte statt 49 Euro. Würde ich auf jeden Fall machen. Ist auch ein sehr, sehr schöner Park. Wir waren schon da gewesen letztes Jahr. Und also wirklich sauber und toll der Park. Gefällt mir sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu Spartipp Nummer 5. Und das ist Movie Park Germany. Movie Park Germany hat es auf seinen aktuellen Winterverkauf 15% Rabatt auf die Jahreskarten. Und die Jahreskarten lohnt sich auf jeden Fall, da man bei Platin und Gold auch nur zusätzlich in anderen Freizeitparks gehen kann, wie zum Beispiel Bobbejaanland, wo man kostenlos reinkommt, Walibi, da kriegt man glaube ich 40% Rabatt und in verschiedenen anderen Parks, so wie auch noch Tropical Island. Das lohnt sich auf jeden Fall, da spart man bares Geld. Und bei den Jahreskarten habe ich schon mal ein Video gemacht, habe ich euch hier oben hier verlinkt. Dort habe ich euch jede Karte mal einzeln mal erklärt, die Vor- und Nachteile bei den Moviepark-Karten. Das war's von mir. Morgen um 17 Uhr sehen wir uns wieder. Ihr könnt mich auch abonnieren, weil es gibt weitere Spartipps, Videos von mir, wo ihr richtig Geld sparen könnt, ob bei Eintritt oder auch bei anderen Angeboten. Bis dahin, bis später. Tschüss.